Jo, neue Teams. Ja. Zack, fertig, kann Wieder. losgehen. Hui. Hab ich jetzt Jetzt sind Spielstart wir wieder. gedrückt? Weil ich habe gerade R3 gedrückt und es hat instant angefangen. Soll ich das Ja, die jetzt? Teams waren ja richtig. Die Teams waren ja richtig. Achso, ich dachte, wir Richtig. machen neue Teams. Na gut, finde ich gut. Finde ich Nee, nee, gut. nee. So viel zum Thema neue Teams. Was machen wir jetzt? Wow, was zu. es hat gut funktioniert, das machen wir nochmal. weiß nicht, machen wir so eine Push-Aktion mit Ash, einfach reinlaufen und pam, pam, pam. Oder sowas Bedachtes mit Capitao. 4 Sekunden. Ich nehme Ash. Oh, ich wollte auch gerade Ash nehmen. Ich drück X auf einmal. Oh, weg. Jetzt habe ich Capitao. Der Biogefahrgutbehälter Naja, muss also jetzt so, lokalisiert werden. wenn die irgendwie oben wären, Garage aufmachen, reinlaufen, so. Nein, die sind unten. Die sind locker unten. Jo, unten Und hast so wie recht. Timo, und so Sehr wie schön. Timo Der kenne, vergisst er hier Biogefahrgutbehälter wurde lokalisiert. die Luke in der Küche. Ja, einer läuft hoch. Daddy, das sah aus. Hier ist keiner mehr. Das verwirrt mich. Aber dann ist Den Impuls, ich wollte IQ nehmen, 10 aber Sekunden. ich dachte, die nehmen keinen Impuls, ey. Das ist echt viel, schwierig mit den Picks. 5 Sekunden bis zum Nee, Einsatz. hier vorne ist alles auf. Also hier, Weiter zum Standort des Biogefahrgutbehälters. wir können auch hier vorne durch. Spring mal, Militech sind spreng mal outside. Garage auf. Ja, Timo macht. Timo kommt rechts außen. Übrig. Komm rein. Oh ja, er ist Nur noch noch oben in der einer Küche. von allen Was hier waren die denn drin. da für eine Taktik? Und tschüss. Was war denn das denn Gut gerade? gemacht. Der Behälter ist sicher. Holy shit. Was war das denn gerade? Da hat man ihn noch gehört, wie er da noch versucht hat. So, und jetzt? Ja, gute Oh, Frage. ich möchte mal Mira nehmen. Und Ja, dann? Nicht Living Room, nicht Garage. oh ja, da gibt's gute Position. Pack mal ein Mira-Fenster, das in den kleinen Raum Richtung Kinderzimmer guckt, aber versteckt da nicht die Wand. Das wird der Hit, ey. Gerade noch siehst du mich und jetzt nicht mehr. Die denken auch, wir sind im Keller. Eine Drohne habe ich. Operatorin wiederholt sich. Jo, zweite Runde habe ich auch. Es bleiben noch 10 Sekunden. 5 Sekunden noch. Ich setze eine Barrikade ein! So, ich hau dann mal hier alles voll mit Aktivier-System. Ich stelle mich hier rein, okay? AVS ist einsatzbereit. Alles klar. Guck mal, habe ich das nicht schön gemacht? Hier alle ineinander. Guck mal, wie das aussieht! Guck mal her! Sieht mega süß aus. Die kommen von da. Kuckuck! Die kommen von da hinten. Alles klar. Oh ja, das ist gut. Miras Fenster müssen nicht immer hinter verdichteten Dings sein. Nur noch ein Gegner übrig. Der wollte gerade hier Construction reinspringen. Gutes Mira-Fenster hier. Das Mira-Fenster hat eine Position. Wenn Badezimmer offen ist, ist das ein guter Durchguck. Also das haben wir schon mal gelernt. Badezimmer. Badezimmer ist, glaube ich, drin.
Okay. Jawohl. Schön. Alter. Ich versteck mich! Bam. Das ist so geil, das macht so Spaß. Aber ohne Scheiß, das Mira-Fenster in einem Badezimmer, das war wirklich gut. Ja, kann man sich merken. Problem, das kann man aufschließen. Wenn man Glas hat, kann man so drauf einfach aufschließen. Ach so. Ja gut, aber ja. Wer hockt da mit Glas? Also es passiert sehr selten. Ich nehme nochmal Blitz, ich möchte nochmal jemanden richtig clashen. Oh, ich nehme IQ, als wenn die da wieder gerade sind mit hier Puls. IQ hat ja größere Reichweite als der Pulssensor. Den Standort des Biogefahrguts beendet. Der Pulssensor hat irgendwie 9 Meter und IQ hat 14? Nee, oder 7 hat Puls. Jo, Garage wieder. Keiner hat Puls jetzt, aber die haben den Lord. Lord. Geil, geil, geil. Das ist so geil. Das macht so Spaß, dieses Spiel. Ja, wenn man gewinnt. Gucken, was die da mit Miran jetzt ausprobieren auf Kniehöhe. Könnte auch interessant sein. Noch 10 Sekunden. Es wird schon mal schwierig hier. Einsatz in unseren arischen Team hier da. Nee, warte, ich möchte tatsächlich weiter zum Biogefahrgutbehälter und diesen sichern. Weil meine Waffe ist unsichtbar. Guck mal, dreh ich mal um, habe ich eine Waffe? Ja. Okay, bei mir wird nichts angezeigt. Jetzt ist sie wieder da. Wenn wir jetzt da hochkommen, werden, sind wir direkt beim Fenster gespawnt. Warte, komm mal mit, hast du was zum Öffnen? Granaten. Ja, weiß ich nicht, ich glaube, das reicht nicht. Reicht nicht? Nee, weil die haben ja hier noch die Lücke vergessen. Also hast du keine Breaching Charge? Nee, leider nicht. Ich wollte ihn da raussprengen, hat nicht funktioniert. Ich komme da mal mit dir mit. Vergiss nicht, die haben den Lord. Und den Runner. Herzhaft? Ja, hier. Dahinter oder was? Du? Nee, mach du. Du hast ihn noch getötet. Ich höre Mira laufen. Ich will nicht so lang. Ich lass ihn verbluten. Wie oben rechts da einfach mal. Guck mal so, hey, da war doch jemand. Wie hast du oben rechts gesehen, was ich ihn getötet hab? Ja, mit der Rauch, ey. Du bist so ein Arschloch, ich find's so super. Das ist so lustig, ey, das macht so Spaß. Und was jetzt? Vor allem erst letzte Runde jetzt, ne? Schon. Ich mach beide recht gut mit Schild. Wo ist denn der Schild? Mit Schild, SWAT oder was? Nee. Spätznatz, nee. Was? Oh. Ich hab's nicht gefunden. Ich auch nicht, egal. Den Raum sichern. Machen wir eine schöne Rainbow gefunden. Ach, Schild haben die gar nicht. Ach yo, ey. Oh Mann, sind wir clever. Warte, komm mal mit, lass mal woanders verstecken. Yo! Die Gegner haben den
Ihre Schargutbehälter lokalisiert. Die denkt so, was haben die für Operator? 5 Sekunden noch. Will nicht wieder hochgehen. Ja, warte, ich will nur mein C4 verstecken. Bio-Gefahrgutbehälter lokalisiert. Bleib du mein Badezimmer. Lade Munition! Okay. Bleib du mein Badezimmer, bitte. Nitro-Handy. Okay, ich gehe im Badezimmer. Okay, jetzt. Unser Vorhaben ist aufgeflogen, da oben läuft einer spazieren. Muss aufpassen, dass er dich nicht wegfühlt. Oh nein! Oh, ich wollte mal C4 rausholen, ein bisschen so hin und her strippen, weißt du, so den hier. Naja. Ja. Schade. Ich hab mein C4 extra schön versteckt in der Schublade, weißt du? Falls wenn die reinkommen, ja, weggesprengt werden. Ja. Ja, Kids Room. Das wusste ich. Andere Switch, ne? Oh Mann, sind wir assig, ey. Die Drohnen Kids Room? Fahren jetzt Master Bedroom? Ja. Gucken da bei dir rein? Haben dich gesehen? Ja. Hinter dir Drohne? Die kommen rein, die kommen rein, die kommen rein. Bio-Gefahrgutbehälter. Sofort eingreifen. Nitro-Handy eingesetzt. Bio-Gefahrgutbehälter. Das ist so böse, das ist so böse. Weil ich in der Schublade C4 gehabt, weißt du? Aber ne, ich zünde es auf, aus Versehen. Ja, war nur ein Loch. Ja, der Twitch-Drohne hier anzwingen. Okay, ich glaube, wir dürfen nie wieder zu zweit im Team spielen, die sind einfach zu krass. Muss man ja mal so sagen. Alter, kannst du mir mal die Twitch-Drohne vom Hals holen? Kannst du nicht einfach mal wegschießen? Auf die Nerven. Ich hab einfach 60. Hab ihn, hab sie. Ja, ich hab nur 80. Ich hab hier alles wieder zugemacht. Sehr gut. Draht gelegt. Draht gelegt. Alter. 15 Sekunden. Er muss kommen. Oh, er ist draußen. Er ist draußen bei dir. 10 Sekunden noch. 5 Sekunden noch. Das war irgendwie nicht befriedigend. Nee, er war draußen. Ja. Und kam nicht rein, weil die Barrikade noch zu hoch war. Naja, hat sich verschätzt. Ich dachte, der wäre nichts mehr. Eieiei. Nee, du bist Erster. Auch wieder 3 Kills zu 3. Ist das ein kleines Bild, ey. Alter, wir haben auch wieder Gesichter an den Tag gelegt, ey. Eieiei, diese Zuckerschnuten. Alter, so Disrespect, wenn man vor dem Rechner da ist. Das ist schon richtig, das war schon. Also, das war schon wieder richtig kernassig von uns. Das darf nie wieder sein.